Patienten, die also mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sind nach einer Endoprothese, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, ihren Operateur nochmal aufzusuchen. Also stellen Sie sich dem Operateur vor, schildern Sie Ihr Problem und dann wird der Operateur eben entscheiden, ob das Ganze vielleicht noch ein Normalbefund ist. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Sie kommen vielleicht nach 6, 8, 12 Wochen in die Klinik zurück und haben noch eine gewisse Restschwellung des Kniegelenkes. Das kann durchaus noch ein Normalbefund sein, wo man sie dann beruhigen kann, der sich dann später verbessern wird. Es kann aber eben auch sein, dass weitere diagnostische Maßnahmen erforderlich sind. Der Operateur, der Behandler wird auf jeden Fall eine ausführliche Anamnese durchführen. Das heißt, er wird sie sehr ausführlich nach ihren Beschwerden befragen, wo sind die Beschwerden lokalisiert, wann treten sie auf, wie stark sind sie, wie haben sie sich entwickelt seit der Operation, werden sie schlimmer, werden sie besser. Das sind ganz wichtige Informationen, die der Behandler braucht. Und dann wird er ihr Knie eben untersuchen, wie ist die Funktion, gibt es noch Schwellungen, vielleicht einen Erguss und viele klinische Befunde erheben, um das Ganze dann einordnen zu können, ihre Beschwerden. Und in vielen Fällen wird man dann auch weitere Diagnostik durchführen müssen, also auch technische Untersuchungen durchführen, wie Röntgen- oder Laboruntersuchungen. Vor der Therapie muss natürlich dann diese Diagnostik abgeschlossen sein, die sehr komplex sein kann. Also da muss man spezielle Röntgenuntersuchungen machen, Laboruntersuchungen, vielleicht muss ein Kniegelenk auch mal punktiert werden. Also da gibt es eine Vielzahl von denkbaren Untersuchungen, bis hin zum Allergietest beispielsweise. Und wenn sich dann ein Befund ergibt, der auch vielleicht die Ursache erklärt, warum hat der Patient noch Beschwerden und die Patientin, dann wird man gezielte Maßnahmen ergreifen. In vielen Fällen kann man so ein Problem konservativ lösen, zum Beispiel durch Krankengymnastik, durch Muskeltraining, vielleicht kann man eine Bandage verordnen, also alles Maßnahmen, die keine weitere Operation erfordern. Es gibt allerdings auch manchmal Probleme, die tatsächlich dann auch durch eine Operation gelöst werden müssen. Das ist zum Glück sehr selten der Fall, aber bei bestimmten Problemen könnte das erforderlich werden.